Willkommen zu unserer Sendung und heute wollen wir mal den großen Preis der USA ein wenig analysieren. Eigentlich Mercedesland und im Mercedesland selber gewann kein Mercedes, sondern ein Red Bull. An sich wenig actionreich, aber die Spannung zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen eigentlich bis zur letzten Runde, bis zur letzten Kurve und letztlich gewann Max Verstappen, konnte dadurch natürlich auch seinen WM-Vorsprung ausbauen. Das Ganze wollen wir mal ein bisschen analysieren, natürlich auch heute wieder mit Marc Surer aus Spanien. Ich grüße dich. Hallo, das letzte Mal aus Spanien, die nächsten drei Rennen bin ich wieder im Studio. Ja, finde ich auch absolut richtig so, weil was machst du eigentlich in Spanien? Also ich bin auch nicht in Spanien, Mensch. Also warum soll es dir immer gut gehen? Ja, aber ein bisschen Sonne braucht der Mensch. Ja, das stimmt wohl. Sonnig ist ein gutes Stichwort. In Austin war es ja auch ziemlich sonnig, war ja auch ziemlich warm, ziemlich heiß gestern. Und einer tat mir ja ganz besonders leid, das war ja Sergio Perez, der ja dann ab der vierten Runde eigentlich nichts mehr trinken konnte, weil sein Trinkgerät da irgendwie kaputt war. Wenn wir gerade das mal kurz zum Thema haben, wie schwierig ist das denn, wenn du 56 Runden lang fährst und 52 davon du nichts mehr trinken kannst? Was macht das mit einem? Also das Problem ist eigentlich nicht so groß, wenn man sich von vornherein darauf einstellt. Ich habe meistens nicht getrunken, weil diese Systeme, die wir hatten, meistens nicht funktioniert haben. Und dann hat es mich nur genervt unterwegs und du hast immer mit dem Ding versucht, das wieder zum Funktionieren zu bringen und bist abgelenkt. Und da habe ich gesagt, weißt du was, vergiss es, ich trinke vorm Einsteigen nochmal einen halben Liter Wasser, dann habe ich genug Flüssigkeit für das Rennen durchzustehen. Dasselbe hat übrigens auch Niki Lauda mit seinem Physio, oder Arzt, ist ja eigentlich ein Arzt, Willi Dungl damals gemacht. Die haben auch gesagt, wir trinken nicht während dem Rennen, weil es lenkt nur ab. Also, die heutigen Fahrer sind halt gewohnt zu trinken. Und wenn du gewohnt bist, dann trinkst du vorher vielleicht nicht genug und dann fehlt dir Flüssigkeit, weil du schwitzt ja zwei bis drei Liter aus, ja, während so einem Grand Prix, wenn es heiß ist. Und dann fehlt dir natürlich Flüssigkeit, wenn du davon ausgehst, dass du einen Liter trinken kannst. Also, wenn du vornherein darauf einstellst, ist es halb so wild. Aber ich glaube, Perez hatte noch ein gesundheitliches Problem. Er hatte eine Magenverstimmung. Auf gut Deutsch Durchfall und dann verlierst du sowieso Flüssigkeit und dann musst du umso mehr trinken und das war dann doppelt schlimm für ihn. Aber ist die Trinkanlage so komplex irgendwie, dass die da wirklich nicht funktionieren kann? Also wie muss man sich das denn vorstellen? Wie funktioniert die? Wie ist die aufgebaut? Also die waren lange Zeit immer unter dem Sitz montiert, also die Flasche, die Trinkflasche und dann hat es eine kleine Pumpe, die man einschaltet oder ausschaltet. Der Schlauch hat man im Mund unter dem Helm. Also das ist eigentlich relativ einfach. Jetzt aber machen sie erstens mal auch vom Gewicht her eine bessere Gewichtsverteilung zu haben, montieren sie diese Flasche in der Nase vorne. Also ganz vorne am Auto. Da gibt es eine lange Leitung zum Fahrer zurück. Das hat natürlich schon wieder mehr Potenzial, dass irgendwas eben nicht funktionieren kann. Es hat auch den Vorteil allerdings, dass die Flüssigkeit gekühlt bleibt, weil wenn du es unter dem Sitz hast, das Auto heizt sich auf, weil die Kühler links und rechts am Auto sind, der Motor hinter dir. Also dann wird das Getränk warmer und warmer und irgendwie nach einer Stunde kannst du es eigentlich nicht mehr trinken, weil es heiß ist. Also hat zwei Vorteile, Gewichtsverteilung, mehr Gewicht an der Nase. Gewichtsverteilung, heißt das, sind die wirklich so schwer, dass es da wirklich entscheidend ist, wo du jetzt das Ganze letztlich montierst? Es ist so, die Gewichtsverteilung vorne, hinten ist von der FIA vorgeschrieben. Nur die Trinkflasche, die ja dann irgendwann leer ist, die zählt natürlich nicht dazu. Das heißt, du kannst vorne mit der Gewichtsverteilung vorne ein Kilo mehr hinmachen. Und das hilft der Balance des Autos, sagt man, ob jetzt ein Kilo wirklich so viel ausmacht. Aber natürlich, wenn das Gewichtsverteilung festgeschrieben ist, dann kann ein Kilo vorne, dass er ganz vorne sitzt, dann tatsächlich was ausmachen. Also ich würde das jetzt nicht ganz abtun, aber grundsätzlich ist es mehr. Ich glaube, die Kühlung ist das Wichtigere bei der ganzen Geschichte.
Ja gut, wer will auch schon warmes Wasser oder aufgehitztes Wasser da irgendwie trinken? Da kannst du ja gleich Kaffee kochen, irgendwie, wenn du da drin sitzt. Wenn es das richtig aufkocht. Gut, wieder was dazugelernt, wie komplex das Ganze doch ist, aber wie komplex es auch für Lewis Hamilton dieses Wochenende war. Vor allen Dingen, wenn man das mal so ein bisschen chronologisch mal betrachtet, im Training am Freitag sah das eigentlich noch lange nicht so aus, als hätte Red Bull überhaupt eine Chance irgendwie auf die Pole Position, geschweige auf den Rennsieg. Da war ja Mercedes schon um einiges vorne. Was ist in diesen Stunden, muss man sagen, von Freitag auf Samstag bis zum Qualifying, als ja Max Verstappen ja auch die Pole Position geholt hat, was ist da passiert? Ich glaube, Mercedes hat, die haben ja stark angefangen. Sie waren wieder mit Abstand die schnellsten auf der Geraden, haben aber gemerkt, dass sie im ersten Streckenteil, das ja ein Drittel der Strecke ist, diese schnellen S-Kurven, nach Start und Ziel, also nach der Kurve 1, dass sie da zu viel Zeit verlieren. Da haben andere Bestzeiten gefahren, die eigentlich gar keine Konkurrenten waren von Mercedes. Und ich denke, sie haben dann gemerkt, Achtung, das könnte eng werden mit der Gesamtrundenzeit. Wenn wir auf der Geraden einen Vorteil haben, weil wir das Auto absenken, verlieren wir dafür in diesen schnellen Passagen. Weil wenn das Auto sich da absenkt, dann ist der Anstellwinkel des Autos weniger und du hast weniger Anpressdruck. Dann verlieren wir zu viel im ersten Drittel. Also mussten sie einen Kompromiss eingehen. Sie mussten das Auto also ein bisschen härter abstimmen von der Federung her oder vom Stoßdämpfer her. Es ist ja so, dieses Absenken, das man in der Türkei da beobachtet hat, wo sie also extrem schnell waren auf der Geraden, da ist einfach so, wenn längere Zeit Druck, konstanter Druck auf die Stoßdämpfer kommt, geben die nach und das Auto senkt sich. Und erst wenn er wieder bremst und das Auto hinten entlastet wird, gehen die Stoßdämpfer wieder hoch. Aber wenn man das natürlich zu weich einstellt, dann geht es bereits runter, wenn er Kurven fährt, die über 200 sind. Und ich glaube, dass genau das ist passiert, weil dieses erste Drittel ist ja ein großer Teil, wenn man die Strecke anschaut, wo man halt einfach nur schnelle Kurven fährt. Und da hatten sie zu viel verloren am Freitag. Und ich glaube, das ist ihnen bewusst geworden, weil, wie gesagt, Autos, die überhaupt nichts mit dem Mercedes zu tun haben, da schneller waren. Und deswegen mussten sie einen Kompromiss eingehen und dann war der große Vorteil auf der Geraden nicht mehr da. Aber was hat Red Bull richtig gemacht oder verändert, dass man Samstag und auch gestern am Sonntag auf einmal so schnell... Red Bull hat kleinere Flügel montiert, weil sie gesehen haben, Mercedes ist zu schnell auf der Geraden und haben dadurch von der Geschwindigkeit höher nur noch 5 km/h verloren. Aber weil der Red Bull so ein stark angestelltes Auto hat, haben sie in den schnellen Kurven trotzdem nicht so viel verloren. Und das war der Vorteil von Red Bull, dass sie also mit weniger Heckflügel fahren konnten, dann schneller waren auf der Geraden oder zumindest ähnlich schnell wie Mercedes und in den schnellen Kurven aber nichts verloren haben. Glaubst du, dass das auch für Mercedes eine große Überraschung war, dass Red Bull auch jetzt, wenn wir beim Samstag bleiben, so enorm schnell unterwegs ist? Also ich glaube, Red Bull hat nicht als einziges Team ist ja näher gekommen an Mercedes, sondern auch die Ferrari sind relativ dicht an Mercedes herangekommen. Ich glaube einfach, dass Mercedes einen Kompromiss eingehen musste und dann halt nicht mehr diese Überlegenheit hatten, die sie jetzt in den letzten 2 Rennen hatten. Immerhin aber gut natürlich für Max Verstappen. Der war ja auch sichtlich happy am Samstag, als er dann ja die Pole Position holte. Hamilton auf 2, Perez auf 3. Lass uns mal noch kurz, wenn wir beim Qualifying sind, über Vettel sprechen. Viele haben sich ja auch ein bisschen gefragt, warum fuhr Vettel, weil ja sein Teamkollege, der quasi dann ausgeschieden war, der ja vielleicht eine potenziellere Chance hatte, ein bisschen weiter vorne letztlich zu landen. Vettel ist ja gefahren, um eben vor Alonso und Russell zu bleiben, die ja auch eben den Motor gewechselt haben. Hat sich das für Vettel irgendwie überhaupt bezahlt gemacht? Weil als 18er irgendwie in der Startaufstellung am Sonntag dann, war das jetzt der große Wurf? Ja, weil die zwei, die er da geschlagen hat, in der die sind schwer zu überholen. Ja, die sind ja ähnlich schnell. Und deswegen war das schon wichtig, dass er schon mal vor denen startet und schlussendlich das Ergebnis gibt ihm ja recht mit dem 10. Platz von da hinten. Das war eigentlich ein starkes Rennen von ihm.
Genau, zum Rennen kommen wir jetzt. Mercedesland, hat es dich überrascht, dass Hamilton eigentlich keine, so, ich sag mal vorsichtig formuliert, keine so wirkliche Chance hat? Es sah ja mal zeitweise so aus, gerade nach dem zweiten Boxenstopp, dass er sich wirklich heransaugen konnte. Das hat er ja auch geschafft. Der Vorsprung ist ja enorm, extrem schnell geschmolzen und war ja dann teilweise auch direkt hinter ihm. Hat sich trotzdem überrascht, dass Hamilton nicht an Verstappen vorbeikam? Ja, heranfahren ist eine Geschichte, aber überholen ist natürlich eine andere. Wir wissen, dass der Mercedes, wenn er hinter einem anderen Auto herfährt, mehr leidet als zum Beispiel der Red Bull. Wir haben ja gesehen, am Anfang des Rennens war der Max eigentlich der Schnellere, weil er konnte locker hinter Lewis Hamilton herfahren. Und das hat schon gezeigt, dass er eigentlich, wenn er vorne wäre, davonfahren würde. Weil in den Turbulenzen genauso schnell zu fahren wie der Vordermann heißt ja ganz einfach, ich habe noch Reserven. Und umgekehrt war das eben nicht der Fall. Ja, Lewis Hamilton war alleine sehr schnell, aber als er dann näher kam, wurde der große Vorteil ein bisschen aufgefressen. Nicht zuletzt auch, weil die frisch montierten Reifen natürlich ein bisschen abgebaut haben. Also, sag mal so, wir können froh sein, hat Lewis Hamilton den Start gewonnen. Weil wenn Verstappen, der auf den gelben Reifen eindeutig schneller war als Lewis Hamilton, der wäre ihm auf und davon gefahren und hätte das Rennen dann einteilen können. Dann hätten wir ein ödes, langweiliges Rennen gehabt. Zum Glück hat Lewis Hamilton den Start gewonnen und dann konnte Max Verstappen die gelben Reifen, die seinem Auto besser liegen, nicht nutzen. Gerade wenn wir nochmal über den Start sprechen, der ist ja gefühlt Lewis Hamilton ja unheimlich schnell irgendwie vom Fleck gekommen. Also er zog ja direkt eigentlich an Verstappen vorbei. Was ich aber so ein bisschen bemerkenswert fand, wie Verstappen ja Hamilton ja auch wirklich extrem nach links gedrückt hat. Und ist ja dann wiederum viel mehr, also Hamilton hat ja dann quasi keinen Platz gelassen. Verstappen ist ja dann ein bisschen neben der Strecke gelandet. Da hat er dann gemerkt, okay, jetzt muss er mal ein bisschen zurückstecken. Wo war der Unterschied? Warum war Hamilton am Start zumindest mal so schnell und konnte an Verstappen vorbeiziehen? Laut Red Bull war die Kupplung nicht ganz hundertprozentig perfekt. Die Fahrer fahren ja heute mit schleifender Kupplung los, also so wie wir das an der Ampel machen normalerweise. Ja? Und wenn du natürlich so viel Power hast und der erste Gang, der geht ja auf bis zu 100, ist das natürlich, wenn die Kupplung nicht richtig schleift oder zu viel schleift oder zu früh einhängt, dann ist der Start einfach nicht perfekt. Also das ist ein Spiel mit der Kupplung, die einfach wahnsinnig schwer zu kontrollieren ist. Aber meistens gelingt sie eigentlich beiden gut, also beide sind gute Starter. Und jetzt war es vielleicht eine Zehntelsekunde oder so, wo sagen wir, von 0 auf 100, der Red Bull schlechter beschleunigt hat. Ist ja nichts, aber das genügt natürlich, um daneben zu fahren. Sie waren ja dann auf gleicher Höhe. Jetzt war halt Hamilton innen und Verstappen wusste, wenn er innen ist, ist er eigentlich auch vorne. Also muss ich ihn so rüberdrücken, dass er eine enge Radius fahren muss. Und das hat so weit funktioniert, dass Hamilton wirklich ein Problem hatte in der ersten Kurve, aber dabei natürlich unabsichtlich den Verstappen rausgedrückt hat, weil er einfach die Kurve nicht richtig gekriegt hat und dann auch zu weit rauskam. Aber das war aufgrund des Rüberdrückens. Also das war praktisch die Retourkutsche von Lewis Hamilton und das war sportlich korrekt. Retourkutsche ist übrigens ein gutes Stichwort. Irgendwie Verstappen hat ja auch im Training war es ja auch so ein bisschen ihm den Mittelfinger gezeigt. Also da gab es ja auch schon eine Szene, wo Verstappen nicht so ganz happy war. Und wie hat es man bei Sky gesagt, Verstappen hat seinen Finger ein bisschen gedehnt. ja, das Zeichen habe ich gesehen. Beim ersten Mal war es ja noch live drauf, spätestens haben sie es retuschiert, aber den Finger haben wir schon gesehen. Allerdings, das ist auch etwas, was ja immer wieder diskutiert wird. Wenn einer auf eine schnelle Runde geht und sich vorbereitet, überholt man ihn nicht. Und Hamilton hat ihn so überholt, dass für beide die Runde kaputt war. Aber es war ganz einfach Psychokrieg. Der Hamilton ist neben ihm gefahren und hat ihm die Runde versaut, um ihn zu ärgern. Das ist psychologische Kriegsführung. Der Lewis Hamilton macht das bewusst, bin ich überzeugt. Umgekehrt würde, wenn Verstappen die Chance hat, würde es auch machen.
Wie ist das denn eigentlich jetzt, ich sage jetzt mal so von den Strafen her, ist so ein Mittelfinger, kann der auch zu einer Strafe führen? Ja, kann, ja, ja, ja. Es schadet dem Sport. Was hätte Verstappen im schlimmsten Fall drohen können, wenn es geahndet worden wäre? Also ich habe jetzt noch nie gesehen, dass jemand eine Grid-Strafe bekommt für einen Mittelfinger, sondern es gibt eher eine Buße, eine Verwarnung oder eine Geldbuße. Jetzt, ich weiß nicht, ich korrigiere mich gerne. Wir hatten ja zweimal Hamilton in der Box und auch zweimal Verstappen in der Box. Ich, von meinem Gefühl her, die Strategie von Mercedes war ja, klar, man hat es ja auch gesehen, nicht gerade erfolgsversprechend. Beim ersten Mal ging ja Hamilton erst in der 13. Runde dann in die Box und kam dann raus und Verstappen war 6,7 Sekunden schon entfernt. Auch beim zweiten Stop selber waren es dann weit über 8 Sekunden. Warum hat Mercedes so lange Hamilton draußen gelassen? Also klar, beim zweiten Mal wissen wir, man hat versucht eben die Hamilton-Reifens, oder die Reifen von Hamilton, die waren ja dann 8 Runden frischer, um dann eben am Ende, man hat ja dann auch gesagt, eben so 3 Runden vor Rennschluss, dass er dann zum Angriff blasen kann. Aber es hat ja letztlich auch nicht funktioniert. War das so eine kluge Strategie, die Mercedes da gestern gewählt hat? Also es war die einzig mögliche, glaube ich, weil wir haben gesehen, dass die beiden, wenn sie frische Reifen drauf haben, ähnlich schnell sind. Also da gibt es keine Möglichkeit für Lewis Hamilton anzugreifen. Also war die Chance über die Distanz. Weil über die Distanz schont der Mercedes die Reifen besser. Und das hat man beim ersten Stint gesehen, als ja Verstappen dann so früh die Reifen gewechselt hat und einen Undercut gemacht hat gegenüber Hamilton, hat man gesehen, dass seine Reifen einbrachen. Ja, der kam ja näher wie ein Schnellzug am Schluss, bevor dem zweiten Boxenstopp. Und dann haben die gewusst, das ist unsere Chance, weil sobald die Reifen eingehen beim Verstappen, dann können wir angreifen. Was sie aber nicht damit gerechnet haben, dass der Verstappen ja auch ein Racing-Instinkt hat. Ja, der hat das ja auch gespürt. Meine Reifen brechen ein. Und beim zweiten Mal hat er die Reifen nicht gepusht, sondern ist eigentlich verhältnismäßig langsam gefahren nach dem Reifenwechsel. Ist vielleicht 2 Zehntel oder so schneller gefahren pro Runde als Lewis Hamilton und hat die Reifen geschont. Und genau das hat ihn dann gerettet am Ende, dass er immer noch gute Reifen hatte, dass er kontern konnte, als Lewis Hamilton mit den frischen Reifen so näher kam. Also man hat vielleicht unterschätzt, dass dieser Max Verstappen schon ganz clever ist. Du willst mehr sehen? Die ganze Sendung in voller Länge gibt es jetzt in unserer Mediathek auf arena-plus.tv.